Hallo und herzlich willkommen im Darwin Pod. Wir begrüßen euch heute zur Besprechung der Folge 15 der Staffel 1, die Schatzinsel. Oder auf Englisch, Creed for a Pirate's Dream. Hallo. Hallo. Und die Piraten erforschen heute mit mir der Patrick. Ja, ja, hallo. Und wir haben noch einen Gast dabei, den Frank. Hallo Frank. Hallo, guten Abend. Ja, und den Frank brauchen wir euch ja nicht weiter vorstellen, weil das haben wir ja schon in der letzten Folge gemacht, als wir mit Frank über Sequest, das Sequest-Fandom und auch seine Animation gesprochen haben. Genau, also es ist der aktuelle Frank sozusagen und nicht der Frank, den wir auch schon mal dabei hatten. Oh, wie viele gab denn schon Du bist der zweite. Okay. Kann ich ja, wir, wir mögen beide Fränke. <laughs> ja, der Frank, der die tollen Sequest-Animationen gemacht hat, ist heute wieder bei uns. Genau, da schaut auch gern nochmal in die Shownotes zur entsprechenden Folge. Wir verlinken dann die Folge in den Shownotes dieser Folge. Ich hoffe, das ist dann äh, nicht allzu verwirrend. Und passend. schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns auch, dass wir sozusagen wieder einen Fan der ersten Stunde bei uns haben und steigen dann auch gleich ein in die Folgenbesprechung. US Premiere war am 30.07.1993 auf NBC und Deutschland Premiere am 16.01.1994 auf RTL. Regie führte James A. Kontner. Und er ist nicht nur Regisseur, sondern auch Kameramann und hat mitgewirkt, zum Beispiel bei Buffy im Band der Dämonen, in dem Superman-Film von 1978 und in dem Film Cruising von 1980. Beim Drehbuch haben wir die alten Bekannten, Rockney esso Bennin, David Schiburg und Robert Engels. Aber wir haben diesmal wieder eine ganze Menge an Gaststars. Oh ja. Und da sind auch einige Bekannte dabei. Also zum einen wieder Roscoe Lee Brown als Dr. Riley Young, den wir in der zweiten Folge schon gesehen haben. Richard Hurd als Admiral Noyce und William Morgan Shepard als der Professor. Und neue Gaststars sind Tony Dennison als Bobby. Und er ist Schauspieler und Produzent von den Serien The Closer, Prison Break, beide aus äh, 2005. Mhm. Dann haben wir als weiblichen Nebendarsteller Raya Kilstedt. Sie spielt die Jessie. Und sie ist Schauspielerin, aber auch Regisseurin und hat unter anderem bei Deep Impact mitgewirkt von 1998 und bei der Serie Dexter. Und dann geht ein Gruß raus an Steampunk-Welten, denn wir haben heute dabei. David Marciano als Mac, und mhm. er hat eine Hauptrolle gespielt in der Serie von 1994, ein Mountie in Chicago. Und zwar war er ah. der amerikanische Polizist, das Pendant zum unserem kanadischen Mountie. Ah, stimmt. Ja. <laughs> ja. Stimmt. <laughs> da, daher denke ich, ja. kennt man ihn. Mhm. Aber er hat dann auch in den 2000ern noch mitgespielt bei The Shield oder jetzt bei den neuen Serien Bosch und Homeland. Und dann haben wir als älteren Schauspieler Sandy McPeak und er hatte hier einen seiner letzten Auftritte, weil er ist geboren 1936 und gestorben hm. 1997 und hatte seine Hochzeit eigentlich in den 70er Jahren und hat dann hauptsächlich so Cowboy-Filme gemacht, also Colorado Saga oder Patton Rebell in Uniform, also so Kriegsfilme. Jetzt verstehe ich auch, sorry, dass ich da mal reingehe. Ich habe ich hab hier die Sendungsnotizen gelesen und habe mich die ganze Zeit gefragt, was will Sabine uns denn hier über eine Hochzeit erzählen? Ach ah, schön. Ja, ja, er hatte seine Hochzeit in den 70er. Er hat auch Hochzeit. <laughs> Sehr gut. Und wie immer haben wir noch die Television-Vorschau, die den Inhalt der Folge beschreibt. Die alte Zeitschrift oder die Fernsehzeitschrift? Die alte Fernsehzeitschrift, genau. Genau. ja. Ah, wir ja. haben okay. äh, eine Zuhörerin, die Sarah Tamara, die sammelt äh, die Fernsehzeitschriften oder hat die noch gesammelt überall, wo Star Trek drin war. Und in einer war auch Sequest mit dabei und hat uns die abfotografiert und zur Verfügung gestellt. Also ein ganz lieber Gruß nochmal raus an die Sarah. Das ist eine Ankündigung aus den 90ern sozusagen, wie damals die Folge damit, äh, ja beschrieben wurde. Das ist mal mehr oder mal weniger treffend. Ja, und diesmal auch mal mehr oder weniger trifft es ganz gut. Sie beschreibt, die Siequest hilft einer Gruppe von Geologen, ein Instrument am Meeresgrund anzubringen, das Erdbeben und Vulkanausbrüche verhindern soll. Vier Monate später kommt es zu einer Fehlfunktion. Das Gerät versagt und eine Insel mit Schatzsuchern ist bedroht. Die Insel haben wir, die Schatzsucher haben wir. die Der haben Fokus einen Geologen. Ist ein bisschen falsch. <laughs> Minder präzise. Und dann können wir auch gleich eintauchen in die Handlung. Ich fange mal an mit dem Eintauchen. Wir tauchen ja auch zurück. Nämlich, nämlich, wie wir nachher erfahren, vier Monate. Und eigentlich sehen wir jetzt nochmal in Anführungsstrichen Outtakes, die, die aber offensichtlich neu gedreht wurden, aus der zweiten Folge äh, The Devil's Window oder Der Teufelsgraben. Ähm, da, da sehen wir nämlich den bekannten Riley Young, äh, den Schauspieler, der diesen Professor spielt, der die magma erfunden hat. Und sehen jetzt nochmal. Wie, wie diese Boje da ins Magma entlassen wird unter Wasser. Ich muss gleich vorweg sagen, das ist, diese Folge ist jetzt eine, an die ich mich nicht erinnern konnte. Und äh, ich war total überrascht. <laughs> also ich dachte so, wow. <laughs> jetzt machen die da wirklich einen Rückgriff auf Folge 2. Und äh, das hat mir total gut gefallen. Das hat mich direkt äh, reingeholt. Und ich dachte, ach schön, das Sequest-Universum hat hier auch so Klammern und setzt Geschichten fort. Fand ich total gut. Heißt auch, dass die Tour ziemlich kurz war bis hier, wenn es nur vier Monate waren, wo alles andere sich abgespielt hat. Das ist halt auch eine längere Zeug, was passiert ist eigentlich. Ist krass, ne? Wenn sich überlegt, was sie <laughs> da alles, alles mitmachen mussten in den vier Monaten. Das stimmt, ja. Geisterschiffe geboren, im ja. Hurrikan gest <laughs> genau. <laughs> gestrandet, gekavert wurden sie, also gefangenen. Ja, ist, ist sehr viel los, ja. Nee, aber insgesamt fand ich das so als, als Beginn total überraschend auch. Gerade für eine 90er-Serie tatsächlich. Also, das war nicht selbstverständlich, dass man da direkt wieder so Rückgriffe macht und solche Geschichten. Ja, und äh, was ich äh, ganz witzig fand, die machen ja ein großes Bohai ums Abfeuern der Boje, auch schön. Und da muss, ähm Hitchcock muss sogar so einen Schlüssel umdrehen, wie sie es früher bei diesen Atomsprengköpfen auch schon mal gemacht haben. Da mussten sie ja auch zwei Schlüssel einstecken und, und die umdrehen. Ich, ich glaube, das ist der gleiche Schlüssel, äh, den sie da verwendet, wie, wie es äh, Bridger und Ford gemacht haben. Und die hatten Fotos drauf von, von Bridger und Ford. Und man sieht so richtig schön, dass sie offensichtlich dieses Foto des Schlüssels mit ihrem Daumen verstecken muss. Die hält den Schlüssel nämlich ganz komisch. <laughs> Aber wenn man sieht äh, die Rückseite von dem Ding. Genau, ich. man sieht die Rückseite, ne, und dann sieht man wie es dreht und dann ist der Daumen so ganz komisch auf dieser Vorderseite drauf, damit man glaube ich auch ja nicht Roy Scheider sieht, ja. <laughs> zum Schlüssel drauf ist. Nicht sehr herrlich. Aber die haben tatsächlich auch für für mein Gefühl so diese Stimmung der frühen Folgen noch mal Aufgefangen, also dieses Flackern von von Wasserschatten an den Wänden und so, ähm, was ist ja so ein bisschen runtergefahren wurde in, in den in den weiteren Folgen, das das haben sie jetzt noch mal wieder so ein bisschen hochgedreht. Ähm, das das wirkt echt gut. Also ich habe ja gerade gesagt in Anführungsstrichen Outtakes und, und das passt fast. Das, das haben sie wirklich toll gemacht. Hat mir hat mir wirklich war ein schöner Einstieg, ein überraschender Einstieg. Und dann gibt's ja tatsächlich auch noch eine eigene Animation. Four Months Later wird eingeblendet und die Magma-Boje fliegt da so durch. Das, Spektakulär oh, animierte okay. Ja, herrlich, herrlich. Also, ganz, ganz toll. Hatten Sie bei ähm, der Night of Shadows-Folge auch noch mal ein bisschen mit den Blitzen um die Genau, ja. Mit ähm, um Titel. Also, gab's ein paar Sonderfolgen wohl, wo es noch mal ein bisschen mehr spendiert haben einfach dann am Anfang. Ja, ich, ich weiß nicht, du hast ja so ein bisschen Ahnung von Grafik. <laughs> mhm. äh, ja. ist, da, ist das für die, also gut, damals warst du ein bisschen jünger und vielleicht noch nicht so mit Grafik befasst. Äh, ist sowas so ein großer schon, Auf, ja. Aufwand gewesen? Hast du da irgendwie ein Gefühl für? Bei Hollywood weiß ich es jetzt nicht natürlich. Mhm. Um, aber klar, für die Rechner damals war das schon ein bisschen mehr Aufwand als irgendwie der Standard-Stock- Animation, die sie halt vorher immer hatten und ja aber einfach extra extra Work für die bestimmt zwei drei Tage dann noch mal mit eingeflossen okay. sind ja krass könnte ich mir schon vorstellen was nicht ganz passt ist Westphales Frisur muss ich sagen <laughs> die ist äh, die ist eher schon die Westfalen wie wir sie jetzt kennen und nicht mehr die sehr streng äh, frisierte Westphalen der der Anfangszeit aber das finde ich auch in Ordnung also wurde es wirklich neu gedreht oder nicht wiederverwendet dann einfach beim letzten Mal? oder? Ich, ich, also ich weiß es nicht, aber ich gehe fest von aus, dass das die da neu gedreht haben. Das, das, das sah halt so. Also warum hätten die diese Szenen damals drehen sollen und jetzt reinschneiden, wenn, wenn die Leute eh da sind? Naja, oft wird bei so Serien ja vorab schon mal so einen Bogen angelegt, nach dem Motto, äh, auf der mhm. Folge wollen wir aufbauen, dann nehmen wir das so quasi als Reserve oder ähm, schon mal in Voraussicht auf die nächste Folge dann dass man die Szenen dann eben noch mal einblenden kann. Aber ich weiß nicht, ob es nachträglich gemacht wurde. Aber interessante Frage. Wenn jemand da draußen das weiß, melden. Wir befinden uns dann nicht nur vier Monate später, sondern wir befinden uns jetzt auch äh, an einem anderen Ort, und zwar in der Karibik. Also wo sind die Piraten? In der Karibik. Natürlich. Und auf Monito Island, das klang für mich so ein bisschen so wie Money Island, dann dachte ich erst, das ist ein ausgedachter Name, aber Monito Island gibt es wirklich und das liegt vor Puerto Rico und ist unbewohnt. Ich fand es, klang nach Mojito irgendwie. <laughs> okay, klang, ja. klang schon mal lecker. Man muss sagen, Frank erreicht uns gerade aus dem Urlaub. Wobei <laughs> <laughs> weniger karibisch als äh, alpin hier. Aber ja. Darum <laughs> denkt er in Cocktails. <laughs> ja, genau. Äh, nee, aber was ganz witzig ist: ja, die Insel gibt sie ist sehr klein, also irgendwie äh, 0,16 äh, Quadratkilometer groß gehört zu Puerto Rico und die echte Insel Monito Island hat nichts mit der Insel zu tun, die wir hier zu sehen bekommen. Das ist nämlich so ein Felsenbrocken, der quasi aus dem Meer ragt. Also wir sehen hier also diese klassische tropische Insel mit Sandstrand äh, in der Folge. Und wenn man sich die echte Insel anguckt, ähm, da, da könnte man gar nicht anlanden, weil man direkt vor einer Felswand quasi steht und da hochklettern müsste. Es gibt äh, einen endemischen Gecko auf Monito Island. Den, den gibt es nur da. Das ist so das, was diese Insel zu bieten hat. Ich glaube, Monito heißt auch Äffchen oder so im Original. Äh, also, nein, ich, kann, ich kann kein Spanisch. Ja, aber unsere Insel ist halt so die typische Insel mit Strand und Regenwald und einem Vulkan im Hintergrund. Genau, den gibt's halt da auch nicht. Also es ja. ist, ist einfach nicht da. Ja. Ja, und dann sehen wir eine Hütte, also so eine richtige, wo man nicht weiß, ja, sind das jetzt gestrandete Leute oder ist das nur zusammengezimmert? Und dann sind wir auch, wie hast du so schön geschrieben, in einer Spaghetti-Western-Szene, ja? Total, ne? Ja. Wir haben da ähm, mehrere Menschen da sitzen, drei Männer, eine Frau. Der eine schnitzt was, der kaut Zahnstocher und der andere knackt mit seinen Gelenken und macht dann halt alle... Leute damit äh, total kürre und, und nervt sie. Und einer pfeift auch die ganze Zeit, so eine nervige Melodie. Irgendwie sieht das alles nach Lagerkoller, Inselkoller aus. Und dann hört man nur ein Pfeifen. Und man denkt, eine Bombe schlägt ein, ja. Und wo schlägt die Bombe ein? Natürlich auf dem Klo. Ja. Sie rauscht durch das Dach äh, mhm. in die Toilette, auf die Toilette man sieht da nur noch Wasserfontänen sprudeln. Also das war so die Slapstick-Szene, wo ich dachte, die Hütte ist ja sehr primitiv gebaut, also man kann durch die Wände durchschauen, so sind die Lacken genagelt. Und dann dachte ich, müsste ja eigentlich eine Trockentoilette dann da sein, aber ich glaube, dann wäre es nicht so spektakulär gewesen, dass dann die Toilette explodiert ist. Ja, und dann sehen wir auch die Bombe. Mhm. Ja, das ist unser Magmabonenzöpfchen. Unsere Inselbewohner entdecken da auch gleich das Logo der EU UEO auf dem Riesenzäpfchen Ja, das Ding sieht wieder toll aus, oder? Ja. Also, man sieht, dass es ja durch Magma gegangen ist, es ist nicht mehr so schön strahlend porzellanweiß, wie es abgeschossen wurde, sondern da da, sind, da ist jetzt so sind jetzt so Schlieren drauf und das ist Gräulich geworden und da <laughs> sich wirklich Mühe gegeben, für diese schöne Boje zu bauen, die ja jetzt offensichtlich da auch durch die Luft geflogen ist. Also ich stelle mir das so vor, dass die, wie man das so kennt, aus dem Vulkankrater rausgeflogen ist und mitten in dieser Hütte gelandet. Ja, und jetzt, jetzt stehen sie drumrum und wundern sich erstmal natürlich, äh, aber dann schalten sie auch gleich in so einen Analysemodus und ja, das ist hier irgendwie so OEO-Ding. Und man kriegt so mit äh, so. Die sind nicht zufrieden. Also, die wollen da eigentlich nicht entdeckt werden auf dieser Insel. Die haben da eigentlich offensichtlich was vor, wovon sie nicht wollen, dass es das irgendwer mitkriegt. Und jetzt haben sie halt Angst, die UEO kommt und sicher auf die Schliche hier. Die haben jetzt hier UEO-Zeugs abgeladen und da wird jetzt was passieren. Und dann geht der Ältere, der offensichtlich älter ist als die anderen drei Personen, geht raus. Er wird jetzt Dad genannt von der Frau. Grant heißt er, wie wir später erfahren wollen. Das, das war so eine herrliche Szene, weil er aus dieser Hütte rausgeht und er sagt ganz dramatisch, why now? Und dann, dann spielt so Musik. Und ich dachte, jetzt fängt er an zu singen. <laughs> das, war, das war so, so, so eine klassische Musical-Szene eigentlich. Und jetzt hätte er irgendwie singen können. Why now? Why me? <laughs> Aber es ist leider nicht passiert. Er hat sich eine Pfeifchen angemacht. Und es liegt jetzt auch so Spannung in der Luft. Ähm, die Tochter kommt raus, hat, hat Sorge, dass man gefunden wird. Und, und einer äh, von den beiden jüngeren Männern, Mac, wie wir später erfahren, wird jetzt schon so so leicht verrückt dargestellt und sagt and when they do I'm gonna kill them also ähm, da werden uns jetzt diese Charaktere schon mal vorgestellt aber irgendwie auch wieder eine herrliche Szene äh, wo ich dachte oh da habe ich gerade Laune mit wie, wie ging es euch so bis jetzt ja, nee, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Ist so ein bisschen ähm, ne, Freizeitparkartig, die ganze Stimmung, finde ich, so mit der Kulisse und mit den überzeichneten Charakteren ja. von Kar Karibik-Ambiente. War so ein bisschen, ja, nicht super ernst, glaube ich, die Folge in der Hinsicht mit dem, ja, im Vergleich zu Terroristen an Bord oder zu anderen, die so ein bisschen mehr ins Eigenmachte gehen, ist so eine der leichtfüßigeren Folgen, glaube ich. Mhm. Und, ähm, dementsprechend, so, die ganze Dramaturgie auch so ein bisschen, ja, ist ein Musical-artig angelegt auch, hatte ich ja auch hier und da den Eindruck. Ja, und bei dem Mac hatte ich so ganz starke A-Team-Vibes, e da habe ich immer an, an Murdoch gedacht. Oh ja. Ja, der ja auch immer so, so überdreht und dann, wo man nicht weiß, ist er jetzt wirklich in Anführungszeichen verrückt oder spielt er das jetzt nur so, weil er seine mhm. Rolle ist? Auch später, wenn er dann im Baum sitzt, da dachte ich auch, also das ist eins zu eins Murdoch, ja. Aber wir gehen dann äh, von der Insel wieder aufs Schiff und dann sehen wir, dass ein Teil der Crew äh, das Schiff verlässt. Und auch äh, der Captain und Lukas verlassen das Schiff. Also beide haben Landurlaub. Mal wieder mal wieder Konferenz oder irgendwas in der Art ja. War da, oder? Ja. Also genau, Landurlaub es wird ja betont, dass es kein Landurlaub ist, sondern dass das irgendwie man muss sich auch bilden oder so, ne? Und haben wir da gesehen, dass Hitchcock mit vom Bord geht, weil ich habe mich die ganze Folge gefragt, wo sie ist. Stimmt. War da aber auch nicht wirklich sichtbar, glaube ich. Auch gar ja. nicht, ne? Ja, weil gerade, was wir noch später kommen mit der Kommandoreihenfolge, mhm. hätte ich sie ja dann eher gesehen als andere, aber irgendwie war sie da gar nicht dabei. Ja, und dann sehen wir auch Krieg, der ja dann gleich äh, Lukas eine Nummer zusteckt, eine Telefonnummer. Mhm. Die kassiert natürlich Britscher äh, gleich ein und äh, fragt dann ja, wie alt ist denn die Frau? Und dann sagt Krieg ja 43 und dann ist, weil er die Zettel schon zerreißen und dann sagt er, aber sie hat eine ganz liebenswerte 16-jährige Tochter und dann kommt so eine komische Szene, weil dann guckt er noch mal auf den Zettel und dann steckt er ihn doch dann in seine Prostige, steckt er ihn ein. Dann Bridger macht das. Ja. ja. Er sagt ja auch noch, dass also Krieg sagt, äh, du musst erst, wenn du da anrufst an dieser Nummer, dann kommt da so ein älterer Herr, an dem musst du sozusagen vorbei und dann wirst du zu dieser Frau durchgestellt und das ist alles irgendwie ein bisschen eklig, was <laughs> Lukas so zusteckt. Äh, vor allem, weil was ja lustig ist, wenn wir was gelernt haben, Lukas hat überhaupt kein Problem, irgendwie an Frauen zu kommen oder so. Der, der ist, glaube ich, derjenige, der bislang in Sequest äh, die meisten Menschen geküsst hat, <laughs> würde ich einfach mal sagen. Da hat Creek glaube ich, eigentlich viel mehr Probleme. Also, Ganz, ganz seltsames ziel Das soll, glaube ich, lustig sein. Ja, das ist die unterste Schublade Seefahrer-Humor, glaube ich, den wir da zu sehen kriegen. Leider. Weiß ich auch nicht, ob das dann sein sollte, dass die jetzt auf ein Doppeldate gehen, Vater und Sohn, also um sie. Das so. Könnte natürlich sein, ja. Nee, ich glaube, sowas nicht gemeint. Wollen wir es der Serie jetzt gut halten. Da hat man wieder versucht, ein bisschen Humor reinzubringen, der, glaube ich, heute nicht mehr so funktioniert. Ja, und das ist ja jetzt die zweite Folge, wo Pritscher nicht an Bord ist, ja? Und du hattest ja den, den Hintergrund auch rausgefunden, Frank. Genau, da wurde irgendwie für ein anderes ähm, Filmprojekt benötigt und da hat er darum gebeten, dass seine Abwesenheit entsprechend äh, ein bisschen verschiert äh, wird und deswegen eben die Konferenz. Und ich glaube, das hat auch die vorherige Folge schon beeinflusst. Nach dem Butterproof oder ähm, wo er eben bei den Terroristen nur quasi per Bildschirm auf die Handlung einwirkt. Und da hat er auch, glaube ich, Terminprobleme mit seinem anderen Filmprojekt schon gehabt. Romeo ist Bleeding war der Film, den er gerade gedreht hat zu der Zeit. Ja, das sieht man aber auch, was für ein Schauspieler er ist, was dann die Produktion auch für Zugeständnisse an ihn gemacht hat, ja, weil sonst, wenn die Schauspieler in einer Serienproduktion stecken, da ist dann alles andere geblockt, also da darf dann nichts gemacht werden. Arbeitszeit, Drehzeit kostet ja Geld. Aber ich fand es Tat der Folge gut, auch der vorherigen, weil eben auch andere Charaktere mal glänzen können. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn er gerade nicht an Bord ist, dann ähm, haben andere eben ihre Stärken auszuspielen. Das finde ich ganz schön für die Serie eigentlich. Wenn es nicht alles an ihm hängt, dann ja. Hast also du vollkommen recht. Und ich, ich finde es auch gut, dass sie, äh, dass trotzdem alles funktioniert. Also in anderen Serien ist es dann ja gern mal so, dass dass man dann ständig irgendwie beim Captain nachfragen muss per was, was ich Videokonferenz oder Anruf oder wie auch immer. Aber nö, die, die, funktionieren einfach weiter und der Bridger ist schon wichtig, aber ohne den kommen die auch klar und das ist total angenehm zu sehen. So, dass, dass die da nicht plötzlich alle ganz kopflos sind und sich die ganze Zeit fragen, was würde Bridger in dieser Situation tun oder so, sondern nö, dann ist das halt so und dann, dann machen wir hier so professionell weiter, wie wir es halt gelernt haben. Das das war ja ursprünglich gut. die Konfiguration von der ganzen Crew. In dem Pilotfilm hat ja eigentlich auch Ford das Kommando gehabt, wo er ja dann eigentlich wieder Bridger vorgesetzt bekam. Und Crocker nennt Ford, glaube ich, auch direkt Captain, als, äh, als Bridger quasi gerade die Luke zugemacht hat. Also das fand ich auch total faszinierend, wie sie da in diesen Modus sofort reingegangen sind. Ja, und dann hat jetzt Ford die Videokonferenz äh, mit Admiral Heard zusammen mit Westphalen und sie bekommen die Nachricht, dass die Magma Boje wieder an die Oberfläche gekommen ist. Also sie sendet Signale auf und sie bekommen auch die Information, dass Dr. Young eingeflogen wird und äh, erhalten den Befehl jetzt, die Boje zu bergen und alles soll aber unter höchster Geheimhaltung stattfinden. Das ganze Projekt. Der Videocall mit äh, Noise ist ein ganz normaler Videocall. Er hat doch so im Hintergrund so irgendwelche marinen Bildschirme. Also man sieht, dass er in irgendeinem Hauptquartier ist. Er war mal nicht in seinem Schuppen. <laughs> er ist nicht oder, in seinem Schuppen. Oder im Bett. <laughs> so, genau. Ja, ja und dann äh, schaltet der Videocall um, direkt zu Dr. Young. Und der sitzt in irgendeinem Auto, in einer Limousine. Ja. Und ist, wie wir ihn kennen, total unentspannt, total aufgeregt und, und plafft den Fahrer an. Also die Reihe der Außergewöhnlichen Videokurs wird hier fortgesetzt, die in der Serie immer sehr schön sind. Ja, ne, fand ich schön, weil man, man, man hat hier den Charakter Young auch, auch nochmal wieder gut vorgestellt. Ja, Frank, äh, erzähl uns über Dr. Young, wie du ihn wahrnimmst. Ach, ich mag den Charakter, weil der eben auch dafür ja. sorgt, dass die Crew sich an ihm reibt. Ähm, er nervt ja einige von seinen ja, Mitwissenschaftlern oder von der, von der Crew, seiner Art, seiner lauten und seiner exzentrischen Weise. Um, aber es ist halt auch eine Koryphäe und wird auch also wahrgenommen. Aber ich mag halt auch Charaktere, die eben nicht so super smooth sind, die halt um, ja, dafür sorgen, dass andere uh, einfach genervt sein können oder ja, wo es einfach nicht rund läuft. Und das kann man bei ihm ja, glaube ich, nicht behaupten. Deswegen ist es immer spannend, wenn solche Leute da eingeführt werden oder in dem Fall wiedergebracht werden. Dabei auch ja schon mal auf das Sequest. Und wir haben dann auch gleich wieder die Interaktion von äh, Dr. Young und Westphalen, weil Westphalen sagt gleich wieder, relax, ja. Also will ihn schon wieder ein bisschen zurückholen. Ich finde, man merkt, dass die ein bisschen herzlicher zueinander geworden sind. Also ja. im Vergleich zur, zur vorherigen Folge wirkt das jetzt so, als wäre wär Young halt der exzentrische Onkel, der die, die Familie besucht, der natürlich auch ein bisschen nervig ist, aber man hat glaube ich ein bisschen mehr Respekt inzwischen voreinander als das in der vorangegangenen Folge der Fall war. Ja, man kennt sich besser. Da ist auch wirklich mehr Chemie auch zwischen allen als als es in der anderen Folge war auch zwischen den Darstellerinnen finde ich das, das funktioniert ein bisschen besser. Man hat ja auch nicht so ein anderes Crewmitglied gefährdet praktisch. Das war ja aber darin so Stimmt, die Konkurrenzsituation. Ja. Alle haben auf den Delfin geachtet und äh, da war die Mission von ihm natürlich zweitrangig. Das war hier jetzt wegen der Fall, glaube ich. Da war keiner direkt betroffen in dem Moment. Richtig. Ja, und dann gehen wir wieder auf die Insel und da wird gebuddelt. Es ist ein riesengroßes Loch und dann sehen wir den Mac, wie er im Baum sitzt mit einem Fernglas und schaut, wann die UEO kommt. Unten in der Grube ist äh, Bobby und... Äh, Jesse und sie buddeln mit, mit Schaufeln und äh, der Professor sitzt an seinem Laptop und ja, man hat so Sprüche nebeneinander. Also man neckt sich so. Bobby sagt zu Mac, na willst du uns nicht langsam mal helfen, komm ja runter und dann Meg gleich, ja, die OEU will make, stop us. Und da fand ich den Spruch von Bobby gut, der gesagt hat, this isn't illegal, this is just stupid. If not somebody comes from the Board of Educations, we are probably safe. Also da sieht man auch schon die die Einstellung zu dieser ganzen äh, Grabeaktion. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit ähm, Schatzjäger oder Schatzsuchrecht. Ich weiß nicht, wie es da mit Findungen oder mit Finderlohn und Finderrechten aussieht. Ähm, wisst ihr da Bescheid, was denen dann wirklich zustehen würde, wenn sie wirklich alles ausbuddeln oder wenn die, ähm, in dem Fall die Obrigkeit, durch die EU vorbeikommt? Hier müsste man halt wissen, wem das Land gehört, weil das wird ja nicht so richtig klar. Ich, weil ich glaube, so richtige Vollmacht hat die OEU auch nicht auf der Insel. Und es ist halt die Frage, ob sie eine Genehmigung haben. Ich habe so gefährliches Haltwissen aus der Echtwelt, dass äh, ich meine, und ich bin mir da auch echt nicht sicher, aber ich, ich meine, dass es in Deutschland zum Beispiel relativ restriktiv ist, äh, dass wenn, wenn du hier irgendwie äh, als Privatperson. Ähm, archäologische Schätze findest, dann gehören die dir einfach nicht so, die, die musst du abgeben und die gehören halt in ein Museum und ich glaube, dass das in den USA zum Beispiel ein bisschen anders ist, aber das ist auch wirklich ganz, ganz dünnes Wissen von mir, dass ich aus irgendwelchen äh, Dokumentationen irgendwie im Hinterkopf habe, aber ganz genau weiß ich das nicht weil ja auch später relativ freigebig damit äh, verfahren wird, wem man was das dann stimmt. In die Hand ja. <laughs> Lieber Michael Kloe, falls du diese Folge hörst, <laughs> kannst du da vielleicht mal Input geben, wie, wie das so äh, gehandhabt wird, wenn man archäologische Schätze in unterschiedlichen Rechtsräumen findet. Weil das Thema Archäologie ist ja auch insgesamt sehr beliebt bei Seaquest. Also mit Treasure of the Mind hat man ja eine ganze Folge darum. Mhm. Und später kommen ja auch noch ein paar, die in die Richtung gehen. Es also ist noch viel zu holen unter Wasser anscheinend. Da ist ja super Klassiker, ne? Man, man taucht ab und, und findet irgendwie die äh, Schätze oder, oder historische Dinge. Das, äh, das ist ja ein Trope, der ist uralt eigentlich. Wo als sind auch die Werkzeuge, die sie da haben, anscheinend mit Schaufeln und mit Spitzhacke, so in der gefühlten Zukunft von Sequest, äh, geht gehen auch relativ primitiv an die ganze Geschichte ran. War mir auch aufgefallen. Ja, wenn man bedenkt, wie archäologische Grabung ist, da wird ja wirklich mit einer, mit einem Spachtel jede Schicht einzeln abgekratzt und weggepinselt und gesiebt, da sind sie doch hier schon sehr archaisch am Werk. Aber sie finden was, ja, sie finden eine Plakette, die aussieht wie eine Plakette von einem Schreibtisch mit einem Schlüssellöff und der Beschriftung Steed Bonnet oder Bonnet. Ja, und Grange liest dann auch gleich, ja, das sind die Überbleibsel vom Schreibtisch von Steed Bonnet und, und alle sind happy und froh und sagen, ja, jetzt haben wir was gefunden. Und dann äh, hören wir einen Helikopter und der hat auch das OEO-Logo drauf. Genau, wie jeden Pilot auch schon. Ich finde es schön mit, weil das Logo prangt und so. Da haben sie schon ein bisschen der Set-Design betrieben. Fand ich ganz hübsch. Äh, ja, die haben da offensichtlich einen Hubschrauber damit beklebt. ne? Also das ist ja nicht irgendwie nachträglich gemacht oder so, sondern äh, den, den Hubschrauber gab es mal kurz in dem Outfit offensichtlich. Das fand ich richtig gut. Ja. Das sieht der Shuttle leider billiger aus, finde ich. Das stimmt, ja. Das am, stimmt. am Strand steht. Es sah echt wie eine Papatrappe aus. Also bei allem, wo sie sich sonst so Mühe geben mit dem kleinsten Details und äh, auch alle möglichen kleinen U-Boote und Whiskers animieren, da hat man wirklich gesehen, dass sie da irgendwie ein Stück Holz mit Pappe angemalt an, an den Strand gestellt haben. Ja, also da war ich ein bisschen enttäuscht und das hat mich aber sehr an das äh, Queen Musikvideo äh, Heaven for Everyone erinnert, yeah. wo ja auch so so sind und dann so ein Science-Fiction-Film ist. Und wir sehen. Dass die Crew anlandet, jetzt sozusagen, mit diesem. Genau, und da habe ich auch nochmal, habt ihr das verstanden? Ähm, wieso haben die einerseits einen Hubschrauber und andererseits dieses, äh, dieses Lounge-Wessel-Ding? Der Hubschrauber hat den Professor angelandet, hätte ich gesagt. Oder ah. Dr., Dr. Young abgesetzt. Ja, sehr gut. Unsere Leute packen aus, ja, und das geht natürlich Young alles wieder zu langsam, ja, weil er sagt, ja, ja, it looks like they are preparing for a picnic, weil ja erstmal alle Kisten ausgepackt werden und dann ist Ortis dabei, der ein Gerät auspackt und das anstöpselt, was dann wie ein Scanner aussieht und den mit äh, fort beobachtet. Und dann haben wir noch Krieg und ein Krieg, äh ist Krieg, weil der zieht das mal das Oberteil aus und reibt sich mit Sonnencreme ein. Also der freut sich jetzt an der Oberfläche zu sein, an der Sonne. Erstaunlich, dass Ford kein Problem damit hatte. Der geht da so einfach drüber hinweg, während Dr. Young natürlich tierisch genervt ist von so viel Unprofessionalität anscheinend. Ja, der ist schon richtig krass eigentlich. Ne? Also wenn du dir überlegst, die sind in so einer militärischen Struktur da und der Krieg ist ja auch nicht auf der Wissenschaftsseite und Zieht sich da erstmal sein so Hemd aus und krämt und, und sich ein. Also, ich glaube, in einer realen Army oder Armee kannst du das nicht erlauben. Ja, aber seit der letzten Folge ja. sind die irgendwie Best Buddies, ja? Genau, stimmt, ja. Und dann sagt Ford auch, naja, hat sich hier freiwillig gemeldet, das Wessel, also unser Landungsschiff, zu bewachen und das kann er machen, wie er möchte, ja. Ich, ich finde auch, also die Folge übertreibt es nicht, aber es gibt immer wieder so. Slapstick-artige Elemente einfach, die da, die da hochpoppen. Irgendwie herrlich. Einfach so leichtfüßige Unterhaltung an dem Moment. Ja, genau, richtig, genau. Ja, ja und dann äh, geht's leichtfüßig auch weiter. Unsere Schatzgräber bemerken jetzt, oh, da kommen Leute und wollen äh, das Teil holen, was bei uns ins, ins Klo gekracht ist. Wäre doch eigentlich clever, wenn das nicht mehr bei uns wäre, ja, wenn das weg ist von unserer Schatzgrabungsstelle. Und dann kommen sie auf die Idee, das, das wegzutragen und packen das auf eine Art Riesentrage und man sieht auch an den Gesichtern, dass es sehr schwer ist, als sie das tragen. Aber das wird bemerkt, weil Otis äh, bemerkt, dass die Boje sich auf einmal wettbewegt. Ja, also hätten sie es schon eher gemacht. es, denke ich, keiner festgestellt. Aber so fällt es natürlich auf. Ja, Mac hat vorher noch mal überlegt, das Ganze irgendwie mit Dynamit zu regeln. <laughs> also, also der, der ist offensichtlich richtig drauf aus, irgendwas in die Luft zu sprengen und und äh, damit die Probleme zu lösen. Ja, und jetzt geht ja so so, so was los. Das geht über ein paar Minuten. Ähm, die, die, die Schatzsucher rennen mit dieser Boje über die Insel, die sie dann in, in der Trage haben, müssen irgendwie erstmal die halbe Hütte einreißen, damit sie das Ding rausbekommen und, und laufen dann los. Und das, das hat auch, auch wieder so, 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 so was. Leicht komisches. Also, wenn, wenn ich mir so vorstelle, man würde das Ganze schwarz-weiß machen und äh, in der Geschwindigkeit abspielen, wie es äh, wie es so Filme aus den 20 er und 30ern hätten und so ein bisschen lustige Klaviermusik drunter legen, dann, wenn dann die dann, dann, Ja, genau. <laughs> dann dann, dann wäre das halt <laughs> richtig so. Ja, bin ich wieder beim Slapstick, war, war ich auch wieder voll dabei. <laughs> und ähm, ja, um, umgekehrt, äh, wird dann auf EU- seite ein bisschen ernst gemacht. Das, das Landungsteam sucht die jetzt nämlich und es werden auch direkt Waffen verteilt. Und da wird jetzt schon langsam sowas angedeutet, was, was später noch wichtig wird, nämlich, dass, äh, dass es hier wohl äh, um was wirklich Ernstes geht, was es zu verteidigen gilt und äh, was vielleicht auch militärisch wichtig ist oder wie auch immer. Ähm, sogar Westfalen kriegt eine Knarre und fühlt sich damit nicht so wohl. Ja, damit hat sie später weniger Probleme, irgendwie Waffen einzusetzen. Ja. Ja, aber hier ist sie erstmal sehr unwohl dabei, das stimmt. Ja, ja sie hat ja wahrscheinlich auch gar keine Ausbildung dafür und ähm, kriegt das jetzt einfach in die Hand gedrückt. Dann auch später dann. Ja. Ich finde auch äh, die Aufteilung, die jetzt gemacht wird. Also alle laufen quasi, also alles, was irgendwie mit Waffen umgehen kann, läuft jetzt über die Insel und sucht nach der Boje. Und Ford lässt nicht vielleicht ein, zwei Leute zurück bei Westphalen und Young. Das fand ich nicht die klügste Entscheidung. Da hätte er ihn abstellen müssen eigentlich. Ja, und Creek macht einen auf Magnum und hat nur notdürftig sein Hemd angezogen, das noch halb offen ist. Stimmt. Und, und rennt dann auch äh, sein Maschinengewehr A-Team-mäßig, äh, durch den Busch, ja, durch den Dschungel. Crocker ist auch dabei und er findet eine Dose Hundefutter, eine alte Dose und schließt mhm. dann gleich darauf, ah, hier sind Leute da. Ja, und das sind vielleicht keine Terroristen, sondern eher Touristen oder äh, Homesteader. Also das sind so Menschen, die in der Abgeschiedenheit allein wohnen wollen. Oder er sagt noch, äh, Studenten äh, on Spring Break. Also Spring Break sind ja die. Frühlingsferien in Amerika, wo dann äh, ganz viele nach Florida fahren, um da äh, Trinkfestspiele zu machen. Äh, da war ich auch beeindruckt, was Crocker aus einer aus einer Tose Hundefutter alles herauslesen kann. Ähm, ja, aber schön. Ja, und dann dachte ich, es geht gleich äh, das wilde Geballer los, so E-Team-mäßig, aber Gott sei Dank nicht weil äh, die Gruppe der Schatzjäger teilt sich auf, unsere Leute teilen sich auf, äh, sie geben sich dann auch äh, gleich geschlagen. Ja, und Ford feuert noch einmal äh, seine Maschinengewehr ab, was ich mich da gewundert habe, er feuert es nicht in die Luft, wie man es sonst immer sieht, sondern in den Boden. Und da dachte ich, oh, das ist ja sehr nah an seinem Fuß, wo er dahin schießt. Da hatte ich dann schon die Befürchtung, dass er da den Fuß von seinem sich oder seinen Kameraden trifft. Ja, und auch Mac wird gestellt an einem Grab von Krieg von Walter Ohio. Und da erfahren wir dann auch, Walter Ohio war der Hund von Mac. Also daher kommt das Hundefutter. Genau, da schließt sich der Kreis. Und das ist auch wieder, das ist auch wieder so ein bisschen typisch Sequest. Das hat nichts mit der Handlung zu tun. Es ist völlig egal mit diesem Hundefutter und dem Hund und, äh, äh. Und es wird auch überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das, das war einfach wieder. Das soll die, so die Leute ein bisschen menschlicher machen, glaube ich. Ja, vielleicht. sympathisch einfach so. Sympathie oder Mitleid erzeugen. Ich hatte ja. früher die Theorie, dass äh, der Tod von dem Hund vielleicht auch den Wahnsinn von Mac irgendwie so ein bisschen begünstigt hat. Keine Ahnung. Ähm, aber es halt irgendwie eine ein bisschen rührende Szene einfach nur. Ja, es steht halt ja. auch schon sehr für sich. ne? Mhm. <laughs> ist, aber, aber ja, vielleicht stimmt. Vielleicht ist das ein großes. Äh, Vielleicht ist das max Trauma, das drama Ja, das ja. kann sein, ja. Sehr schön. Er ist dann ein bisschen verwirrt schon, auf jeden Fall. Hm. Oder unzurechnungsfähig, je nachdem. Ähm, ja, wer weiß, was der Hund schon alles mitmachen musste. Gefällt mir gut. <laughs> Total gekauft, ja. Ja, und vielleicht will er ja die Insel auch nicht verlassen, weil ja sein Hund da ist, ja, in Anführungszeichen. Außer, ja. Ja, und als nächstes äh, versammeln wir uns dann alle an der Ausgrabungsstelle und da wird kurz äh, die Schatzsuche vorgestellt und wir erfahren auch noch ein bisschen Hintergrundwissen zu unseren Schatzgräbern. So erfahren wir, dass Meg und Grant beide eine Unikarriere als Lehrende aufgegeben haben. Also Meg, der hier völlig verrückt ist, war wohl mal ein, in Anführungszeichen, seriöser äh, hm. Wissenschaftler und wir erfahren dann auch der Steed Bonnet oder Bonnet, wo sie das Namensschild gefunden haben, der war ein Pirat, ein Gentleman-Pirat und ursprünglich ein reicher, gebildeter, angesehener Landbesitzer auf Barbados, bevor er sich dann der Piraterie zuwandte. Ja, und äh, er sich ist wo Pirat geworden, weil er, wie sagt's, kurz geistesverwirrt war oder unzufrieden mit seiner Ehe. Also was man dann halt so macht, ja. ja. Hohe <laughs> Verzweiflung. Flüchtet aus der Ehe und wird Pirat. Und, und dann ist mein Pirat. Ja. ja. Und Fort versucht er dann, die Schatzsucher zu überzeugen, dass sie die Insel verlassen und, und sagt dann, Your lives are in danger. Und sie fragen natürlich dann, From what? Und er sagt, nur no Classified, ja. Also erzählt auch nicht, was los ist. Yes. Wurde nicht viel äh, Energie darauf verschwendet oder verwendet, ähm, die Leute wirklich aufzuklären. Das ist ein bisschen merkwürdig ja. in der Folge, finde ich. Gerade weil diese Boje dafür gemacht oder ähm, konzipiert wurde, um eben Leben zu retten und irgendwie, äh, Vulkanausbrüche und Erdbeben und so weiter eben äh, nicht mehr so dramatisch werden zu lassen. Dann halt gerade die ersten Leute, die so direkt betrifft, dann da einfach zurückzulassen, ist ja auch ein bisschen merkwürdig insgesamt. Dieses Classified von der Boje ist so ein bisschen... Er hat gar nicht muss erklärt, warum es hier so hypergeheim ist. Oder man sieht es ja nicht direkt waffenfähig oder so. Es sehe da kein Missbrauchspotenzial in dem Sinne. Ich kann es irgendwo verstehen, dass man sagt, so das ist hier so Hightech und das ist unsers und, und, und da darf da darf jetzt die Zivilbevölkerung so in Detail nicht, nichts von wissen. Aber ich sehe überhaupt kein Problem, den Leuten auf der Insel zu sagen, ich wir, wir haben hier Sensorik. Und diese Sensorik, von der wir euch leider nicht so viel erzählen dürfen, die hat ziemlich klar und deutlich herausgefunden, dass hier bald dieser Vulkan ausbricht. Und es ist wirklich eine gute Idee, wenn ihr jetzt mitkommt. Also das hätte man ja machen können. Also da irgendwie zu sagen, nee, wir, wir retten euch, aber wir, wir dürfen euch gar nicht sagen, warum da, da ja, da, da raschelt jetzt das Drehbuch so ein bisschen, dass da noch, noch irgendwie ein Konflikt aufgebaut werden soll. Ähm, mit, mit dem man dann irgendwie weiterarbeiten kann. Aber das ich halte das für völlig unrealistisch, was die da machen. Das halt so hinnehmen einfach. Ja, das müssen, das müssen wir echt so schlucken. Und es und wird ja nachher noch wirklich dramatisch deshalb. Dafür ist es dann halt da. Aber ich habe auch gedacht, was soll das denn? Aber <laughs> da Krieg halt. ist wieder Krieg, ja. Weil er will den ja gleich äh, State-of-the-Art-Equipment verkaufen, gleich noch. Stimmt. Da wird er gesehen, nicht wo wir sein. die arbeiten müssen. Ja. ja. Was hier noch ganz witzig war, wie Westfalen auf die ähm, Ankömmlinge am Strand dann reagiert, gleich mit der geladenen Knarre im Anschlag. Und ähm, oh. einer von den IMDb-Leuten hat auch geschrieben, ähm, sie richtet die Knarre während des Gesprächs die ganze Zeit auf äh, ihre Crewmitglieder eigentlich, oder Crewkameraden, mit äh, Finger am Abzug praktisch. Also auch ein bisschen gefährlich von ihrer Seite aus dann hätte auch die letzte sequest Folge sein können meinst du. Für <laughs> die paar Leute am Strand auf jeden ja, Fall. Ja. Okay. ja und sie beschwert sich ja auch gleich warum sie die anderen nicht mitgebracht haben, ja. Und dann ja geht das äh, Lounge wieder ins Wasser, wir sehen dann das innere das Landungsschiff und das ist ja ein Set, was uns schon vertraut ist, das haben wir ja auch schon gesehen in der Folge mit äh, dem französischen Wissenschaftler, Klier, der dann an Bord geholt wurde, oder auch bei der Wild west folge unter Wasser. Und das habe ich mich auch gefragt, ah, vom Innen sieht es doch so toll aus, warum konnte man da nicht außen ein bisschen was besseres machen als das Stück Papa am Strand? Ich glaube, sie haben in Staffel 2 ein besseres Modell mal gebaut, wo äh, alle in der einen Höhle stranden. Aber ja, für den Moment gab es wohl anscheinend gerade kein Budget oder kein musste wohl einfach gestrickt sein in dieser Folge. Könnte ja. das vielleicht daran liegen, dass es da nicht so dunkel ist? Also, es ist ja taghell. Und äh, da hattest du damals mit CGI ja schon viel, viel größere Herausforderungen, als wenn du das, äh, ja, so schemenhaft im Dunkeln machen kannst, wie in, in, in den Tiefen des Ozeans oder so. Das ich glaube nicht, ja... dass es hier CGI war am Strand. Nee, Ob eben, und dass sie das gar nicht genau. erst machen konnten, ja. Ähm, was ich mich halt, gefragt habt die, diese Loungebessel, die schwimmt ja eigentlich unter Wasser, ob jetzt steht die am Strand. Wie funktioniert das? Also hüpft die aus und dem Wasser? Das reinschiebt, oder? <laughs> genau, da muss man. Das, das habe ich auch die von ein paar hinten Mal gefragt, ob die, ja. weißt du, unter den Kufen irgendwelche Rollen noch, keine Ahnung. Okay, ja, ja. Es also wird leider nie gezeigt, okay. wie die Dinge an Land kommen. So, an Bord der Sequest wird die Broje jetzt von Young geöffnet. Also das ist jetzt auch so ein bisschen Jungs, große Stunde. Es stellt sich jetzt heraus, ob das alles geklappt hat, was er sich geplant hat oder nicht. Ähm, eben haben wir über diese Wessel gelästert. Ich finde, diese Boje ist wirklich ein ganz großartiges Prop. Du machst da, du machst da so eine Klappe auf und, und da drin blinkt und es ist ganz viel beschriftet und da steht sogar Magma Boy drin und hinter jedem Licht ist irgendein Text und ähm und dann wird noch so ein Leuchtdatenkabel da dran gemacht. Also da ist mir auch wieder das Herz aufgegangen. Das, hat, das haben sie ganz, ganz toll inszeniert. Und tatsächlich, Young kann jetzt Daten aus der Boje extrahieren. Und es hat offensichtlich genau das funktioniert, was er sich gewünscht hat. Also sein Lebenswerk geht hier jetzt gerade auch so ein bisschen in Erfüllung. Wow. Und es gibt auch eine Jubelszene und er freut sich. I did it, I did it. Äh, Westfalen Yes. And what does it mean? Äh, aber so insgesamt, ähm, man merkt so richtig, dass es das jetzt so sein sein großer Moment, der der, der den er da jetzt auch feiern und genießen kann. Aber man muss jetzt natürlich gucken, ja gut, wenn das alles funktioniert, was sind denn jetzt die Auswirkungen für für die Insel, für Monito? Und, und da sieht es halt düster aus. Der Vulkan wird explodieren, beziehungsweise, ja, der Vulkan wird explodieren, sagt man. Und das ist dann. Ich glaube, das Ende der Insel oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, zumindest das Ende auch für unsere Schatzgräber da. Das auf jeden Fall, ja. Ja, und dann wird ja wieder der schiffskonsul konsultiert, unser Professor Hologramm, und diesmal von Ford, mhm. der dann mit ihm äh, diskutiert über. Und er erzählt ihm dann auch noch, das was über Bonnet Schatz, ja, dass das die Kronjuwelen von Frankreich sein sollen und auch Stücke von Franks' Beten beinhalten soll. Und, äh, er gibt ihm dann ja auch noch den, den Spruch dabei, ja, can you die rich, ja, so dass er doch dann doch mehr Anstrengungen unternehmen soll, um jetzt die Schatzgräber da zu retten. Nach der Konsultation des Professors, ja, geht er dann zu seinem Sicherheitschef, zu Crocker. Und Crocker spielt mit Darwin. Und zwar spielt er mit ihm, holt das Stöckchen, wie mit einem Hund. Und das machte Darwin ja einmal mit. Und dann sagte er, ja, guter Junge, guter Junge. Es spricht wirklich mit ihm wie mit einem Haustier. Und dann hat Darwin keine Lust und sagt, get yourself. Also du bist jetzt dran, komm du ins Wasser. Ja, das war. Das war eine tolle Szene. Und da habe ich mich ge gefragt, weil von allen anderen wird ja Darwin als äh, vollwertiges, intelligentes äh, Crewmitglied angesehen und Crocker behandelt ihn ja jetzt eher mehr hier als Haustier. Obwohl er ja in der letzten Folge noch der Superspion war, der überall hingeschwommen ist und allen erzählt hat, was wo passiert, dass er dann jetzt so eine, eine ganz andere Einstellung hat und auch so erzählt, ja, äh, Lukas hat gesagt, ich soll so ein bisschen mit ihm spielen und mit auf ihm aufpassen. Das war ja, ich, ein bisschen ich, ich seltsam. muss jetzt mal einen dran denken, dass, dass Crocker ja, der konnte ja mit den Kindern ganz gut, ne? Als als mhm. sie an Bord waren, und da, da hat er sich wirklich ja richtig gut um die gekümmert und hatte da auch Freude dran. Ich habe das. Okay, das war jetzt glaube ich auch für den müden gag eher ähm, das passt nicht zu ich ihm eigentlich. ja ich fand's ganz süß okay ich fand Davids Reaktion halt herrlich ne also das 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 war gut also, ja die war super also jetzt 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 reicht's, jetzt mach du mal ja genau so ich, ich bin ja nicht der ich bin ja nicht der Hund ne ja und sie diskutieren dann auch und um nicht um mir Gewalt zu räumen ja, und dann sagt Crocker, die, die Soundguns, also die Schallwachen, funktionieren nicht an Land. Und da habe ich mich gefragt, warum, ja, weil Schall breitet sich ja nach allen Richtungen aus, egal ob jetzt hier in, in Luft oder unter Wasser. Und beim Regulator, der hat sie ja auch an Bord benutzt. Also da ging es ja auch mit Luft. Also das war so ein bisschen, bisschen seltsam. Ja, da habe ich mich ja gefragt, was, ihr wollt jetzt mit Gewalt darunter holen? Statt hier einfach mal zu sagen, was Phase ist. Vor allem, du kannst so auch so einen Vulkanausbruch nachher nicht geheim halten. <laughs> es ist eigentlich völlig egal, ob man den Leuten jetzt sagt, was da passiert oder nicht, weil irgendwie wird die Welt zumindest erfahren, dass da ein Vulkan ausgebrochen ist. Man kann ja die Boje irgendwie geheim halten. Aber ja, da hakt es hier in der Folge so ein bisschen einfach für mich in dieser ganzen Geschichte. Wir kriegen jetzt einen Countdown. Das ist immer wichtig. Young und Waschelen machen klar, Eruption ist in etwa zehn Stunden. Young präzisiert tatsächlich noch mal in genau zehn Stunden wird der Vulkan ausbrechen. Ja, und dann diskutieren sie ja doch, dass sie die Wahrheit sagen. Und da ist auf einmal Young, der so eine Charakterdrehung macht eigentlich um 180 Grad, der dann sagt, naja. Mein lieber Ford, ja, du riskierst jetzt hier nicht deine Karriere. Wenn das einer macht, dann bin ich das. Und äh, ich werde ihnen erzählen, was hier ist. Das finde ich halt schön, weil es den Charakter von so einem Abziehbild unterscheidet, dass er eben noch ja. ein bisschen tiefer geht und ein bisschen mehr Facette von ihm gezeigt wird, dass er eben nicht nur egozentrisch und äh, ich bezogen ist, sondern eben auch äh, ja Mitgefühl oder ja, wie auch immer man es nennen will. Ähm, aber auf den Weg zeigt. Ja, und Verantwortungsbewusstsein auch, ne? Das ja, genau. Ist, ne? Und er hat ja auch gerade quasi, er ist ja quasi auf dem Gipfel gewesen, so seines Lebens, und natürlich kann er dann da ja jetzt auch äh, vielleicht besser loslassen. Dann eigentlich arbeitet er ja an etwas, was der Mensch halt generell zugutekommen sollte. Ja, wenn er ja. damit irgendwie Erdbebenopfer oder Vulkanopfer verhindern will, muss er ja auch zu sowas wie Mitgefühl und äh, Empathie so fähig sein eigentlich. Wenn mhm. das ist der Antrieb für so eine wissenschaftliche Arbeit sein soll. Und das schimmert da vielleicht so ein bisschen durch dann. Ja, aber es ist wirklich schön. Und es steht sich auch so ein, also die gehen dann wieder an Land. Und, und dann schließt sich dann auch so ein wirklich gutes Gespräch, wie ich finde, zwischen, zwischen Young und Grant an weil dann dann geht er nämlich mit Grant nimmt ihn so zur Seite und erzählt ihm jetzt, wo es geht und und die die beiden alten Herren äh, äh, tauschen, tauschen auch so ein bisschen ihre Lebenserfahrung aus und und an der Stelle ist Grant auch schon überzeugt eigentlich dass dass man jetzt auch einfach wirklich gehen muss das waren jetzt so so schöne Sachen so einmal wie wie Young da äh, quasi sagt nee ich mach das jetzt und ähm, das anschließende Gespräch zwischen Young und Grant, das, das war auch so ein, so ein kleiner Folgenhöhepunkt. Das war äh, sehr schön gespielt, sehr schön geschrieben. Ähm, fand ich richtig gut. Aber natürlich nicht auch ohne Dramatik, irgendwo sagt er, glaube ich, er bricht einen eigenen Eid oder wie ob man mm -hmm. so, ja, so ja, natürlich, so mindestens. <lacht> <lacht> ja. drama queen Ja, und alle sind dann auch überzeugt, also auch die Tochter geht mit und dann, wo die Tochter hingeht, geht auch Bobby. Außer Mac. Ja, Mac ist verschwunden. Und dann hören wir nur eine Explosion, also. Burn, Baby, Burn. Er hat das äh, Shuttle mit äh, Dynamit gesprengt und das brennt, also die Pappe brennt und brennt auch erstaunlich schnell und erstaunlich gut. Und dann erfahren wir auch, ja, dass das einzige äh, Kommunikationsdevice am Bord war, so dass Ford äh, und Young jetzt nicht mehr die Sequest kontaktieren können und sozusagen gefangen sind auf der Insel. Also man bereitet sich jetzt vor, die Insel zu verlassen, geht an den Strand, aber kann, kommt von dort halt nicht weg. Und dann hält Yang ja noch mal eine Rede und sagt ja, äh, habt keine Angst, ja, ihr werdet einfach schneller verbrennen, als dass ihr irgendwelche großen Schmerzen haben würdet. Und da dachte ich so, was? Ein großer das Motivator, das ja. <laughs> was Sehr sollt, pathetisch. Ja, was soll der Spruch denn jetzt? Und das bekommt er auch gleich von den anderen so gesagt. Ja, es, es gibt noch so so, so eine Szene, Mac will halt auf der Insel bleiben. Und, wird das auch von seinen MitstreiterInnen auch akzeptiert? Das fand ich auch ganz gut, dass, dass innerhalb dieser Schatzgräbergruppe da, dass da auch ein gegenseitiger Respekt da ist. Und, und klar, der Mac ist ein bisschen durchgedreht und, und klar, man ist sich bestimmt auch irgendwie auf den Sack gegangen, aber die sehen sich schon alle auch gegenseitig auf Augenhöhe und das, das ist da in dieser Szene eigentlich auch schön rausgekommen, fand ich. Also sie ist seinen Tod in Kauf damit. Klar, ja, aber das will er ja auch, ne? Aber ja, er, sagt, er sagt ja, ich will bleiben, ne? Und das, das wird ja akzeptiert. Und das, das fand ich auch irgendwie auch einen guten Moment irgendwie, dass, dass das jetzt nicht irgendwie A ins lächerliche gezogen wird, sondern die haben sich dann angeschaut und benickt und, und dann mal klar, okay, äh, wir, wir müssen das so akzeptieren, das ist deine Entscheidung. Ja, und an, an Bord äh, bekommt hier einen Funkspruch. Und zwar hat sich äh, Yang verrechnet, weil sie haben äh, sich um zwei Stunden verrechnet, also die Insel explodiert zwei Stunden eher als ursprünglich berechnet geplant. Also die Situation wird dramatischer. Da kommt hier, finde ich, eine kleine Schwäche zutage von der Serie. Ähm, generell sind die Synchros sehr gut, die wir im Deutschen haben. Da kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Hm. Ähm, ah, und wir haben auch tolle Stimmen für Sequest, finde ich. Nur beim Dialog äh, oder bei der Dialogregie ähm, ist ein bisschen, ja, nicht schlampig, wie soll ich sagen, so ein bisschen flapsig teilweise übersetzt worden was es manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar im Deutschen macht. Gerade dieser Ohrenvergleich, der ist ein bisschen merkwürdig übersetzt worden. Und das gibt es immer wieder mal, wenn so, ja, nicht wörtlich übersetzt wurde. Hier war es mir besonders aufgefallen. Also ich gucke die Serie gerne in beiden Versionen mal, Deutsch und Englisch. Hm. Ähm, Manchmal ist es dann so ein kleiner Stolperstein im Moment. Das ist ja auch bei uns äh, äh, in die Notizen reingeschrieben und, und ich habe das, so, hab das halt auch erwähnt, also meistens gucke ich das auf Englisch und äh, dann habe ich jetzt gesagt, was, was meint der denn da, der Frank? Dann habe ich mir auch die deutsche Übersetzung da an der Stelle angehört und, und dann habe ich gemerkt, hä, okay, ich weiß, was Frank meint, ich habe jetzt nicht verstanden, was die mir gesagt haben, aber... Ja, Frank hat recht. Das ist ein bisschen, es ist ein, ein bisschen Langsam oder schnell. Ja, genau. ähm, heißt einfach, die ja. Uhr geht vor oder nach. Das heißt ja. glaube ich, im Englischen dann einfach. Und ähm, das haben sie nicht so wirklich rüberbringen können. Aber, Aber es ist auch echt, stimmt. Also gerade die Synchro von Roy Scheider finde ich wirklich gut. Das, das ist auch eine wirklich gute Stimme. Ja, auch witzig, wenn dann später mit ähm, in einer anderen Folge dann mit. Ähm, na, William Shatner, wenn er sich Achso, mit ihm ja. unterhält. Mhm. Und ja, Stimmt. eigentlich seine Synchronstimme von Kirk dann mhm. praktisch ja. bekommen hat. Auch ganz witzig, dem mit dem Deutschen dann natürlich. Und dann bekommen wir ja auch mit, dass irgendwie fehlen jetzt das Kommando hat. Ja, als äh, Chief Science Officer. Und Crocker steht da nur daneben. Wo ich dann eher dachte, er als äh, Sicherheitschef müsste ja eigentlich in der Kommandokette vom, vom Militär dann als nächstes kommen, wenn Ford nicht da ist und Hitchcock auch nicht, die wir ja die ganze Folge nicht sehen. Ja, Westphalen reißt das Kommando auch so ein bisschen an sich, ne, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern sie übernimmt die Verantwortung. so, 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 so Clocker kann nicht viel beitragen, so, glaube ich. Genau, ich. richtig, genau. Und äh, sie füllt da quasi eine Lücke einfach und das macht sie, äh, ja, eigentlich am Ende auch ganz gut. Ja. Ja. Ja, und dann sind wir auf der Insel, die fängt jetzt an zu beben, Mac lacht dabei, äh, am Strand kommt es dann noch zu einem super cheesy äh, Liebesbekenntnis von Bobby Jesse gegenüber, äh, wo ich ja. dachte, oh Gott, oh Gott, in welche Richtung geht es das, aber Jesse war Gott sei Dank so stark und hat es einfach abgelehnt und jetzt hier nicht super. auch, ja, und ich liebe dich ja. auch und ah, weil das wäre mir dann doch zu schnulzig geworden. <laughs> Zumal die ja auch einen großen Altersunterschied haben. Also, das ist dann irgendwie so, war das alles sehr, sehr seltsam. Was ja. die noch nie gestört. In jedem okay, das stimmt. hatten wir auch vorhin schon. Nee, aber äh, super. Also, wie die den einfach da, ja, sorry, nee. <laughs> nee, selbst wenn wir jetzt sterben und du der letzte genau. Mann bist, nee. Ja. <laughs> ich ich gehe mit Mac. <laughs> ja aber erfahren wir da nicht auch noch dass, äh, also dass ihre mutter also sie ist ja die tochter von grant dass waren die nicht auch irgendwie mit dabei oder, oder haben die die verlassen weil die, weil die so verrückt waren auf dieser insel ich glaube was war da Beid, beide ne? frauen also sowohl von mac als auch von grant ja. äh, haben die männer verlassen weil sie ja nur noch okay. mit dieser schatzsuche da beschäftigt waren dem war ich das alles stehen. Ich finde das Gesicht von Ford ja auch köstlich, was er macht, wenn die Abfuhr da kommt. Ja. Guckt er so zur Seite, dachte man, oh Gott, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt nach dem Motto. <laughs> und Meck fällt vom Baum, weil die Erde sich bewegt hat, wird eine Schatztruhe freigelegt, die er dann auch gleich entdeckt, die äh, Manuskripte enthält und Goldmünzen und irgendwelche Goldgegenstände. Also sie haben jetzt den großen Schatz gefunden. Keine Kronjuwelen wahrscheinlich, die habe ich jetzt noch nicht ja. gesehen. Aber Stimmt, Vielleicht gibt es ja. mehrere Truhen. Hm. Auch das Säbel muss ja irgendwo reingepasst haben. Da steht mir die Truhe zu so klein. Ja, ja stimmt. Sind. Also die, die eine Truhe, das das, das wirkt jetzt auch, auch nicht, nicht so gewesen üblich, sein. Ne? Ja. ja. Das, das muss mehr gewesen sein, ja. Dann äh, sind wir am Ort und es fehlen, findet dann eine wissenschaftliche Lösung für das Problem, um die Crew zu retten, weil anscheinend haben sie kein zweites Boot, mit dem sie die von Land holen können, weil sie sind nicht erreichbar oder kommen da nicht rechtzeitig hin. Und sie will jetzt eine Art Ablüftungsöffnung in dem Magmagang schießen. Und zwar ja, eine Art Ventil um und mit Torpedos. Ja, und dann kommt äh, eine große Diskussion, ja, hier, can you hit that? Und dann sagt der, na, wer ist denn der Steuermann für die Waffen? Der Waffenoffizier? Yes, sir. glaube ich. Ja. Hm. Und dann sagt sie, then do it und Crocker will. Crocker protestiert dann. Ja. Ja. Und das ist der einzige Moment in der ganzen Serie, glaube ich, wo das F-Wort irgendwo zumindest angedeutet wird. Ah, äh, der okay. sagt wirklich Oh fuck oder oh for God's sake, wahrscheinlich, weil es mhm. halt abgeschnitten wird. Aber ich kenne halt nicht das Manuskript, aber das ist so der einzige Moment, wo man jemanden wirklich fluchen wird. Uh, so deftig, als mit in der Richtung. Und, und dann auch und dann noch die Briten Ja, okay. ja genau <laughs> Sehr schön. Und dann wird es ja noch so ein bisschen dramatisch oder ein bisschen unklar, weil alle diskutieren. Na, darfst du das veranlassen? nee ich darf das mhm. nicht. Und Crocker, nee, ich darf auch keine Torpedos abfeuern, wo ich mir denke, ey, du bist der Sicherheitschef, ja? Warum darfst du denn nicht veranlassen, die Torpedos abzufeuern? Und Westphalen sagt dann einfach, nein, wir, wir machen das jetzt. Und dann wird äh, DEFCON 1 aktiviert. Also... Die Al Alarmstufe 1. Hm. Ich glaube, der Sicherheitschef bei der Sequest, also Crocker in dem Fall, ist wirklich nur für die interne Sicherheit so. Ähm, Leute, die ein- und ausgehen an Bord. Und ich glaube, er ist nicht so den Waffeneinsatz von einem Schiff vorgesehen. Da gibt es wohl irgendwie andere taktische Positionen über ihm oder neben ihm. Und weil wir jetzt im Alarmzustand sind, schaltet sich natürlich dann sofort der Admiral ein und ruft die Sequest an und Wesfäen sagt noch, ach, hier wirkt das Gespräch ab und sagt O'Neill, nee, das das kann ich nicht, das darf ich nicht. Und der fragt natürlich dann auch, äh, was fehlen, was ist los? Und sie sagt so, naja, ja, äh, wir haben eine Krise, wir müssen jetzt hier Torpedos abfeuern. Und ja, so, na, nein, da gibt es eine Diskussion. Und dann kommt ganz cool Pritscher im Hawaii-Hemd dazu. Also, Sehr schön, ja. <laughs> ja das fand, fand ich auch noch gut, das Neues sagt ja auch noch, you have activated global defense systems. Also wenn, wenn die Sequest anfängt, die, die großen Waffen scharf zu machen, dann, dann hat das offensichtlich globale Auswirkungen. Das ich auch richtig krass. Ja, und dann Bridger schön entspannt im Hawaii-Hemd, ja. Bestätigt die Theorie von ihr, dass sie halt da die Entlüftungsöffnung machen, das Ventil. Ja, und dann äh, gibt sie noch mal den Feuerbefehl und dann wird noch diskutiert, na, wie viel Torpedos brauchen wir? Und dann sagt sie einfach, alle. <laughs> okay. Ähm, ja. Kommt das Fire von Westphalen. So sie schon herzhaft wie, wie Kirk oder wie Riker. Super Star Trek- ja, und dann sehen wir auch äh, Tupetos in der Animation einschlagen. Ja, das war cool. Also da, da siehst du auch richtig, das Wasser dann Blasen werfen und so. Das, das war von Effekten War gut ja. animiert. Ja, ja, ja also ja richtig schön. hat auch den Erfolg. Wir haben da eine zweite Öffnung, wo dann das ganze Magma austritt und erstarrt und dann entsteht auch gleich so eine kleine Vulkaninsel, die dann aufsteigt. Und das sehen natürlich dann auch unsere Leute am Strand und sind da natürlich erleichtert, weil sie sind gerettet. Und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung und dann ist Jessie an Bord. Und sie trägt natürlich auch wieder gleich unsere schwarze Besucherin Uniform, den Overall. Eine schöne Tradition eigentlich. Ja. Total, ja. Ja, und dann wird der Schatz äh, gezeigt und nochmal ausgewertet. Also, bis Fehlen hat ein Säbel, den sie da so ein bisschen schwingt. Ja, die, die hat das Blut geleckt irgendwie. Hm. Ne? <laughs> ich jetzt der große Pirat. Und Bridger kriegt gleich wieder die Plakette übergeben, was auch eigentlich merkwürdig ist, weil er gar nicht beteiligt war an der ganzen Aktion bisher. Um, eigentlich hat die eher dann Westfalen oder Ford verdient, ja, der mhm. das Team angeführt hat. Aber da wird einfach mal der Schatz weiter verschenkt, Teile davon, bevor irgendwelche archäologischen Kommissionen da schon mal drüber geschaut haben. Und der so, ach ja, das nehme ich. Ja, und er ist jetzt wieder in Uniform, in der Tropenuniform. Aber ich glaube, wir sehen hier ihn zum ersten Mal in kurzen Hosen, ja, weil sonst haben die ja immer die Uniform langen Hosen. Und jetzt trägt er da so kurze Shorts und nimmt auch noch äh, Westphalen zur Seite, weil er streitet mit Adrian Noyce und der UEO, wer denn jetzt äh, die Torpedos bezahlen soll, weil sie hat alle neun Torpedos, die, die sie quest hat, jetzt da abgefeuert. Und irgendwie fünf hätten wohl gereicht, um da dieses Loch <lacht> <lacht> zu machen. Und jetzt wird drüber diskutiert, wer die vier restlichen Torpedos bezahlen soll. Also die Bürokratie ist auch mit der UEO stark. Wir haben ja gesehen, wie es mit dem Beschaffungswesen bei der UEO auch bestellt ist. Stimmt. <laughs> Formularen, die da folgen. Also, da hat wahrscheinlich auch äh, Neues Respekt dann davor, <laughs> wenn er neue bestellen muss. Bis Fehlen hat ja dann noch ein schönes Zitat, das hast du ja rausgeschrieben, Frank. Genau, das Dämme torpedoes von Speed Ahead. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen hieß, aber ähm, ja, es ist eine Anekdote von, der, von einem Admiral Farragut oder einem Offizier Farragut, der ähm, ja, 1864 in der Stadt von Mobile Bay wohl im Angesicht von Gefahren durch Torpedos äh, trotzdem Befehl gegeben, ähm, die Blockade zu durchbrechen und Full Speed Ahead zu anzuordnen und ähm, ja, das ist wohl die der Ursprung von dem Zitat. Krass, dass man damals schon Torpedos hatte. Das hätte ich nicht gedacht. Aber wow. Ja, warum nicht? Scheint ja. ja. Ja, es ist ja, ne, U-Boote gibt's ja auch länger, als man denkt. Das, ist äh, spannend, ja. Ah, das waren wohl anscheinend, eher eine Art Minen, die, äh, ah, angebunden okay. waren, waren und damals Torpedo genannt wurden. Ah, ah, ja. Also nicht die mobilen Hochgeschwindigkeitsdinger, wie man heute kennt. Ja, und dann sind wir schon im Abspann und haben dann Bob Bellard und er erzählt dann über Seismographen und Seismographentechnik und äh, wie sie halt genutzt werden kann, um Vulkanausbrüche vorherzusagen und damit äh, Menschenleben zu retten. Und das ist ja gerade super aktuell, weil äh, auf Island, in der reykjanes halbinsel ist auch wieder erhöhte seismische Aktivität in letzter Zeit und da ist, sind ja auch äh, ein vulkan am ausbrechen diesmal nicht ein richtiger vulkan sondern da hat sich eine äh, lange spalte gebildet etwa so 100 bis 200 Kubikmeter Lava strömt da heraus und das brodelt und zischt überall, wird es äh, beschrieben. Der Nachthimmel ist heller, leuchtet rot. Es gibt Rauchwolken und äh, glühende Lavafontänen. Und die Spalte ist etwa vier Kilometer lang und ist äh, kurz vor einem Fischerdorf, Krindavik. Durch die Beobachtung der seismischen Aktivität und alles konnten da auch die Bewohner schon etwa 4000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Also die wurden... Es war nicht geheim. Ja, es, die wurden schon... <laughs> im November geräumt, evakuiert und können jetzt tagsüber halt noch teilweise da in ihren Häusern sein. Und in der Nähe ist auch äh, die Blaue Lagune eine Touristenattraktion, die ist auch nicht mehr zugänglich. Und man rechnet jetzt, dass äh, diese Lavaspalte da, dass es das etwa noch zehn Tage aktiv sein wird. Also seit dem 18.12. ist sie richtig aktiv. Und diese Regianis-Halbinsel, das ist auch das Gebiet in Europa. Mit 30 aktiven Vulkanen, das größte und aktivste Vulkanregion, die wir haben. Also da in Island ist immer was los. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Fazit der Episode. Bei uns darf äh, der Gast immer anfangen. Wir haben eine Wertung von eins bis vier Delfinen. Und Frank, wie äh, viele gibst du unserer kleinen Piratenschatzinsel-Vulkanfolge? vulkan folge ja, Sehr wohlwollend. Ich glaube, die wenigsten Folgen der ersten Staffel sind wirklich schlecht. Und hier war es halt so schöne Unterhaltung. Nicht immer alles ernst gemeint. Ein paar Sachen waren ein bisschen fragwürdig, was den Plot oder die Plot-Problematik anging. Aber, aber ich fand die Folge schön und würde drei und einen Baby-Delfin vergeben. Wow, das ist, das ist gut. Ja, cool. Weil halt auch viele äh, Stars glänzen konnten, ähm, ja. in Abwesenheit von Bridger und äh, das Team hat gut funktioniert, finde ich. In der Chemie. Ja. Ja, also ich war auch sehr gut unterhalten, also mich hat nur so ein bisschen dieser Mac-Charakter ein bisschen genervt, wo ich jetzt nicht weiß, ob der so einen Inselkoller hatte, eine Inselpsychose. Die Optik vom Landungsboot fand ich eher meh, aber der Rest von der Ausstattung und auch äh, von der Requisite war wieder sehr gut, war sehr flott geschrieben, es, es gab zwar hier und zu mal kleine Momente, wo das Drehbuch geraschelt hat, aber nicht so toll wie das letzte Mal, so dass ich... Auch äh, drei Delfine geben würde. Ja, mich dran, ne? Ja, ähm, Ich bin auch total positiv überrascht von der Folge. Ich fand äh, diese flotte Inszenierung gut. Ich habe mich an keine Sekunde gelangweilt. Ähm, da, war, da war kein Hänger, nichts. Ja, das war so ein papu boot was da im Hintergrund rumstand. Aber das stand ja jetzt auch nicht die ganze Zeit. Man hat ja nicht so viel gesehen. Es hat ja auch gebrannt, oder? Genau, es hat schön gebrannt, tatsächlich. Also ja, und, und allein so eine Szene, wie, wie wie der Mac da vor diesem Ding langläuft und Burn, Baby, Burn schreit. Ähm, mit sowas hast du mich. Also, das, das war eine von den schrägeren Folgen. Ähm, das war. Äh, eine schöne Dynamik innerhalb dieser Gruppe von Schatzsuchern. Es war schön, wie, wie der Rayleigh Young auf die Sequest Crew wieder getroffen ist und wie die miteinander umgegangen sind. Es gab diese schöne Verbindung, als, als er dann mit dem Grant gesprochen hat. Und es, es gab diese tollen, wirklichen Slapstick Momente, die, die mir wirklich gefallen haben und an denen ich Spaß hatte. Es gab hier Westfalen, die endlich mal wieder Ernsthaft was tun konnte und nicht nur irgendwelche Wissenschaftszeugs erzählt hat, sondern, sondern auch meine andere Seite gezeigt hat und in der Folge auch für mich ein ganzes Stück gewachsen ist. Das hat unterm Strich alles super funktioniert und ich gebe auch drei Delfine. Ich habe wenig auszusetzen in der Folge und fand die so eine schöne Rutsche, wo man einmal schön durch kann und, und das äh, macht Spaß und ist nicht langweilig, gefällt mir sehr gut. Ja, sehr schön. Und damit äh, tauchen wir wieder auf und möchten nochmal auf unsere Darwin Spotify Playlist hinweisen, wo wir jeden Montag unter dem Hashtag Maritime Montagsmusik äh, einen Song veröffentlichen. Auch unser Gast hat schon einen Musikwunsch. Genau, ähm, Father Ocean von Dan Wimmer, Ganz chillig kommt auf die Playlist und dann kann man die hören, entweder auf Spotify oder auf YouTube. Wer noch etwas äh, zu der Folge schreiben möchte, eine Folgenbewertung, noch ein Hinweis zu den Science Fact, wer sich mit den archäologischen Ausgrabungsrechten sehr gut auskennt. Bitte, äh, ja. Ja, <lacht> genau. Wer <laughs> kann uns äh, erreichen, entweder über die Kommentarfunktion auf der Website vom Podcast oder auf Blue Sky, Mastodon, X, -threads at darwinpod, oder per E-Mail unter darwinpod.web.de. Und dann würden wir uns sehr freuen, von euch zu hören. Ja, immer und, gern. Und, und Frank hat ja auch damit begonnen, uns zu schreiben. Und ganz schnell ist man dann im Pod Schwupps, und auch im Podcast. Genau. Mitverhaftet. Ja. <laughs> Mitverhaftet. Genau. Ihr, ihr müsst, ihr müsst nur kurz so eine Brücke rendern. Das ist, ist ja kein Problem. <laughs> ich gebe auch gerne Projekte ab. <laughs> Es war sehr schön, dass du mit an Bord warst, Frank. Ja, ja. Nur ja gerne. im Landurlaub. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. <laughs> Hat mich auch gefreut. Und ja, vielleicht klappt es wieder mal. Bestimmt. Wir haben ja noch ein paar Staffeln vor uns. Du bist Strecken leider hier und da. Das ist Na gut. Also gibt Höhen und Tiefen. Aber wir haben gemerkt, aus die Besprechung holen aus manchen Folgen dann doch noch mehr raus, als was man beim ersten Sehen dann sieht. So dass man dann auch bei den Besprechungen der Folgen manchmal mehr Spaß hat, als es vielleicht beim primären Seherlebnis. Also bis ja, dahin. Definitiv. Ich kann mich an gute Besprechungen zu schlechten Folgen erinnern. <laughs> ja. Also daher hat uns Sequest bis jetzt noch nie enttäuscht und wir hoffen, euch da draußen, die die Folge jetzt hören, auch nicht und möchten uns damit verabschieden und sagen dann Ahoi und Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.